Guten Morgen, meine Freunde. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Eurotax Simulator 2. Ja, das Video kommt um 15 Uhr und ich weiß, ja, viele werden schon wach sein. Aber es gibt Leute, die haben Nachtschicht und die habe ich jetzt wach gemacht. Jo. Nein, wir werden heute mit den DAF XF Euro 6 unterwegs sein. Und zwar mit Double Trailer. Juhu! Maxi ist am Start. Maxi Logistik. Ich dachte, es passt eigentlich ganz gut. Und dann gleich zwei Anhänger und einen DAF. Ja. Oh, hat's geregnet? Erstmal Edeltrauten Küsschen. Und hier DAF aufgeschrieben. Hier überall ein bisschen Carbon. Tuning ist alles. Katzenpaul ist auch da. Und wir sind oben in Finnland, weil wir hier in Finnland diese Touren hier fahren können. Da dachte ich mir, komm, wir haben schon Ewigkeiten nicht mehr die Gelegenheit gehabt, mit zwei Aufliegern hier mal lang zu fahren. Ich dachte, das müssen wir einfach mal wieder bringen. Triple, nee, Duo Trailer. Giga Liner Trailer, oder? ihr wisst schon. Auf jeden Fall lang. So, dann fahren wir. Ach, herrlich. Ich habe erst überlegt, dieses Video am Samstag zu bringen, aber ich dachte mir, nö, Montag. Montag bringe ich. Ich nehme das gerade am 10. auf. Und wollte erst noch ein bisschen was anderes machen, hat aber nicht so funktioniert. Egal was. Eine andere Map. Immer abgestürzt, wenn ich meinen eigenen Trailer haben wollte. Und ja, dann habe ich gesagt, vorbei der Mai. Die Zeit habe ich jetzt nicht, um da noch irgendwelche Fehlerkorrektur, naja, ihr wisst schon, zu machen. Naja. So, falls der ein oder andere, wir hatten ja das letzte Mal so einen gewissen Sendeplan gemacht, wie das hier so abläuft. Und wenn heute Montag ist, werde ich heute Montagabend nochmal einen Livestream machen. Und zwar von Cattle and Crops. Bauer sucht Frau ist wieder am Start. Nur mal so als Info, falls der ein oder andere um 20 Uhr dabei sein möchte, könnt ihr gerne dazukommen. Und kurze Auswertung zu dem Video, wo ich am Samstag das gebracht habe, die besten LKWs, und da war ja wirklich Scania und danach kam, glaube, Mercedes. Ich glaube, so muss das gewesen sein. Haben viele mitgemacht. Wer es noch nicht gemacht hat oder abgestimmt, der kann gerne dann nochmal das Video vom Samstag nochmal anschauen. Und dann sind wir alle ein bisschen glücklich. Und haben auch sehr viele kommentiert. Wirklich Wahnsinn. Ich war da ein bisschen überwältigt, weil ich am Samstag dann noch gar nicht zu Hause war. Wir hatten da Geburtstagsfeier. Bei mir halt. Eieieiei, das sieht ja spannend aus hier. Daher war da nicht so viel möglich noch da zu interagieren. So. Boah, ich finde eigentlich, das sieht doch ganz nice aus. Oh, fahren wir denn lang? Ich bin wirklich ein richtiges dummes Kind. Ja, ja, ich bin ein richtig dummes Kind. Hauptsache immer nach außen gucken, gucken, wie der LKW hier lang fährt. Das ist wichtig, aber. Ah, ja. Naja, die YouTuber, die können halt nichts, ne? Nicht mal LKW zu fahren. Zeigen hier Videos, wie das hier funktioniert, und dann geht das trotzdem nicht so richtig. Oh. Einmann Tutti. Einmann frei. Piu. Dann geht's runter. Oh, mit dem LKW haben wir insgesamt noch 226 Kilometer. Ja. Bevor wir jetzt nochmal auf diese Woche nochmal kommen, was alles so ein bisschen kommt. Ich werde es immer am Montag beim Eurotruck Simulator bei so einer Folge ein bisschen ansprechen, dass ihr schon mal ein bisschen Bescheid wisst, was so kommt. Werde ich wahrscheinlich am Samstag dann nochmal ein bisschen kontroverses Video machen, wegen Community, rumheulen und so. Vielleicht werde ich darüber mal
ja ein bisschen eine Thementour mache, allgemein. Und mal gucken. So, mal schauen, ob ich es mache. Das habe ich ja im Livestream auch schon mal ein bisschen angesprochen. Ich denke mal, ein bisschen ohne Skript mache ich natürlich, mache hier so einen Mist nicht. Einfach so frei von der Leber, was mich manchmal so ein bisschen nervt. So, dann gucken wir mal, was die Woche so bringt. Also, wir werden natürlich immer gegen 15 Uhr ein Video haben vom Euro Truck Simulator. Morgen ist Dienstag und morgen werde ich wahrscheinlich ein Fahrzeug bringen. Ich bin immer noch nicht sicher. Muss ich gucken, was die Community so geschrieben hat. Entweder mit dem Polo werde ich eine Runde drehen oder mit dem Sprinter. Ich habe das noch nicht gemacht, obwohl es jetzt am Sonntag um 12:53 Uhr das erste Video ist, was ich heute erst aufnehme. Ja, warum? Weil ich erstmal noch andere Videos bearbeiten musste. Weil um 10 Uhr kommen ja schon die ersten Videos und das ist hier, ja, die Woche immer so verteilt. SnowRunner und American Truck Simulator. So wird es immer ein bisschen verteilt. Jetzt kommen wir auf die Livestream-Sachen, die ich heute oder besser gesagt die Woche noch so bringen möchte. Viele wissen ja, am Montag ist ja jetzt noch Cattle and Crops. Da sind noch ein paar Missionen zu machen, wenn wir die Mission gemacht haben, alle und da keine neuen sind und wir in grobe alles gesehen haben, kann es sein, dass wir dann Cattle and Crops dann absägen und wir uns dann einer anderen Sache ein bisschen widmen. Vielleicht SnowRunner. Vielleicht auch wieder was anderes. Und mal gucken, weil dieses, es ist halt nicht so viel Content da, ne? Nicht so viel Unterschiedliches. Es kann sein, dass ich dann am Montag eine Runde SnowRunner im Multiplayer, Anführungsstrichen, Koop bringe. Oder halt ein ganz anderes Spiel. Muss ich sehen. Ja, muss ich echt mal für mich sehen. Jedenfalls irgendein Simulationsspiel soll es dann sein. Das bedeutet, entweder kommt dann nur noch Livestream SnowRunner, weil ich merke schon, bei den Videos geht das so langsam ein bisschen nach unten. Also ist jetzt nicht mehr so im Fokus. Das ist halt auch immer so eine Phase, ne? Man ist dann übelst gehypt und dann, ja, habe ich ein paar negative Erlebnisse mit dem Spiel gehabt und ja. Und viele haben das vielleicht selber schon alles so gespielt. So, das ist erstmal dazu. Trotzdem ein wunderbares Spiel. Aber erstmal für diese Woche wird es dann auf jeden Fall am Mittwoch gegen 20 Uhr SnowRunner Livestream geben und am Freitag wird es Livestream-mäßig Euro Truck Simulator geben. Freitagabend so gegen 20 Uhr, wenn alles gut läuft, vielleicht sogar der Multiplayer. Schauen wir mal. Und Sonnabend-Sonntag natürlich der Assassine, wenn ich da Zeit habe. Ja, das ist ja alles nur ein Bonus. Das ist wie gesagt alles nur ein Bonus, die Samstag- und Sonntagssachen. Weil da kommt immer irgendwas dazwischen. Und unter der Woche, da kann ich immer noch ein bisschen besser planen. Weil am Wochenende will ich auch erstmal meine Videos bearbeitet haben, damit fertig sein und dann gut ist. Nicht, dass ich da jedes Mal noch dran sitze und sage, ah, ich muss ja da noch machen und den Abend noch Livestream. So, wenn ich es nicht schaffe. So wie zum Beispiel den letzten Samstag, wo ich wirklich bis um eins die Nacht, oder war es halb eins? Irgendwie ziemlich lange. Habe ich da gestreamt. Da habe ich erst um kurz vor 22 Uhr einfach zack, bumm, angemacht und Attacke Hü. Und da sollen dann halt solche Spiele dann kommen, so wie der Assassine und vielleicht dann irgendwann mal Valhalla oder Cyberpunk oder weiß der Geier. Sowas, ne? Bisschen abwechseln. So, ja, machen wir Tempomat rein. Hier oben waren wir schon lange nicht mehr. Und es gibt ja durchaus ein paar Leute, die den DAF mögen. Ne? Und ich muss sagen, so in der Konstellation, wie ich den jetzt hier habe, finde ich den eigentlich richtig schön. Ja.
Ja, gefällt mir. Frische Luft. Ah ja, warte mal. Was habe ich denn jetzt gerade momentan? Habe ich Durchschnittsverbrauch von 52 Litern. Ah ja. Das ist schon nicht übel, ne? Ach, so herrlich. Mit so einem Gespann hier wieder durch die Gegend cruisen, ist doch auch mal schön. Warte mal, wir kennen ja mal. Fetter, langer Anhänger. Und immer wieder schön. Muss ja Oma sein, ne? So ein LKW, so ein Gespann hier durch die Gegend zu fahren. Ach so, falls der eine oder andere gefragt hat, bei YouTube wegen Werbung, da hat keiner noch, also viele haben noch nicht, aber es haben wir intern mal so ein bisschen gequatscht. Das regelt alles jetzt YouTube. Früher konnte man selber noch sagen, pass auf, da wird es nach Minute sowieso und da und da. Und jetzt macht es YouTube von sich aus. Kann man so machen. Soll besser sein. Ich lasse es einfach machen, da brauche ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Wie die Werbung kommt. Wer natürlich Adblocker benutzt, der ist natürlich dann außen vor. Aber ich glaube, auch da werden sie irgendwann mal was machen. Dass das nicht mehr funktioniert. Denke ich mal. Geht ja wirklich sehr, sehr viel verloren. Muss man ehrlich sagen. Ne? Ich benutze selber sowas nicht. Aber muss halt jeder selber entscheiden. Ne? Also für diejenigen, die damit Geld verdienen, ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Also die... Es ist ja meistens so, dass viele mal ganz schnell groß werden und dann interessiert sich keiner mehr für die Leute. Und da können sich ein gewisses Standbein schon mal aufbauen, ja. Aber wenn dann die Hälfte der Einnahmen schon mal weg sind, dann ist natürlich schwierig, ne? Ja, nur wenig oder wenige, die es wirklich geschafft haben, deutschsprachigen Raum vielleicht 30, 40, 50 mit Streamern, ja, die eigentlich so ja gut dastehen. Und wenn das jetzt vorbei sein würde, sich denn gar nicht, glaube ich, nicht mehr große Gedanken machen müssen. Aber sucht euch lieber einen richtigen Job und macht es als Hobby, wenn ihr nicht gerade übelst durchstartet, ne? Immer wichtig, will ich natürlich weiterreichen und ich hoffe, dass bei vielen bald wieder die Schule anfängt oder die wieder arbeiten können. Weil ich glaube, das ist bestimmt den einen oder anderen ziemlich belastend, so Kurzarbeit etc. Also für mich persönlich hat sich jetzt in der ganzen Situation gar nichts geändert, ne? Ja, wenn ich nicht immer nur die Nachrichten sehen würde. Eigentlich gar nichts. Überhaupt nichts. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir hier gemütlich unseren LKW wegbringen. Und dann haben wir es geschafft, Edeltraut. Wieder eine neue Tour, wieder eine schöne Strecke gehabt. Mit einem... Ja, die war jetzt nicht gerade schwierig, hätte mir da irgendwas anderes, aber es gibt leider nur solche Touren hier oben in Finnland. Und... Wie gesagt, ich wollte eigentlich die Heilbronn-Map aufmachen, weil da mich schon ein paar angeschrieben haben, aber die ist andauernd bei mir beim eigenen Trailer abgestürzt, da habe ich keinen Bock gehabt, da irgendwas zu machen. Keine Ahnung, was da war. Ich wollte einen Trailer-Mod und dies und das machen. Hätte ich gerne euch gezeigt. Aber, ja, was er ist, dann ist das nicht so, ne? So. Haben wir noch Video mal. Ja, ich habe vergessen, das Fenster runter zu kurbeln.
Ja, pass auf. Oh, lass mal mein Fenster mal unten, ne? Aber wir müssen hier rüberfahren. So. Okay. Juhu. Ach, ist das schön. Jetzt werden sie wieder hochgemacht. Ach, hier sieht nur so aus. Ey, wieso fährt der? Ach, ein grüner Pfeil. Schon. Das sieht schon klasse aus mit zwei solchen Trailern. Also muss ich ehrlich sagen, gefällt mir ganz gut. Ich habe jetzt auch nicht den stärksten Motor hier drin von DAF. Scheibe wieder hoch. Dann sind wir glücklich. Ah! Ja, ich habe immer noch die Hupe drin, falls der eine oder andere noch eine viel coole Hupe hat. Am besten aus dem Steam Workshop. Dann einfach mal posten oder Link posten. Und dann gucke ich mir das mal an. Tut mir der Fuß jetzt so weh. Ach, ich werde alt. Edeltraud, du musst mich pflegen. Mein Fuß tut weh. So, wenn man nach. Kennt ihr das, wenn ihr dann so nach hinten dreht? Ist das auf der Fuß, wo ich meinen Kapselbänderanriss hatte? Ei. Ich falle auseinander. Ja, beim Fußballspielen war das und richtig dolle. Da war es schon angeknackst und dann beim Basketballspielen auf den Fuß von anderen getreten und dann komplett umgeknackt. Ah, das war lustig, das war echt toll. So. Alles klärchen, dann würde ich sagen, setzen wir den Anhänger mal so hin. Mal gucken, ob wir es so hinkriegen. Ja, ist ja gut, mein Volkspolizist da hinten. Wir hatten der nicht. Hat der nicht. Ach, der fährt ja. Und wie kam es mir vor, als wenn er nicht fahren würde? Ja. Also ich denke mal, wir kommen rum. Wir mit der Schlange mal hier so ein. Eieiei. So, mal schauen, ob wir das jetzt so richtig hinkriegen. Ah. So, LKW steht, Motor aus und dann geben wir die Fracht ab. Ah, herrlich. Also würde ich sagen, war eine schöne, entspannte Tour mit diesen zwei Aufliegern oder zwei Anhängern. Und ja, könnte man durchaus mal wiederbringen, ne? Also mit den Worten würde ich erstmal einen Fisch machen. Wir sehen uns doch hoffentlich heute Abend bei einer Runde Cattle and Crops. Ich glaube, wir machen irgendwie Mais, Körnermaisernte. Sowas in der Art war es. So, dann bin ich raus. Ich sage, haut rein, mach's gut. Bye bye.